Hallo und herzlich willkommen in der kleinen Welt von Alpaka Fantasy. Ich bin Andrea und hier im Gesundheit. Ja, das lassen wir jetzt drin. Also hier im Hintergrund Nischen, Gesundheit, Bogi. Hallo und herzlich willkommen in der... Jedes Mal, wenn ich anfange, niest einer da hinten. Hallo und herzlich willkommen in der kleinen Welt von Alpaka Fantasy. Hier gerade am Stall fressen die Schnuffels gerade ihr Lieblingsessen im Winter, nämlich Heu, ausgenommen Packos, die gibt es auch gleich noch. Und ich bin Andrea und ich melde mich heute mit einem Videozusatz, also mit einem Bonusvideo sozusagen zum Thema Kommunikation. Und zwar hat eine liebe Zuschauerin einen tollen Kommentar geschrieben zu dem Video Kommunikation von Alpakas, wie das eigentlich mit den Menschen aussieht. Also als Frage, haben Alpakas bestimmte Sympathien gegenüber bestimmten Menschentypen? Und da bin ich jetzt vorher noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, auf das Thema, wie Alpakas mit Menschen kommunizieren. Es ist auch ein bisschen schwierig, dort irgendwelche allgemeinen Aussagen zu treffen, da das doch alles sehr individuell verschieden ist, von Mensch zu Tier und so weiter. Trotzdem finde ich es interessant, darüber etwas zu erzählen, was meine Erfahrungen so sind. Und da möchte ich das gerne in Form eines Videos beantworten, weil das doch netter ist, als einfach nur einen ellenlangen Antwortkommentar zu schreiben. Grundsätzlich ist die Kommunikation von Alpakas Menschen gegenüber davon abhängig, was mit den Alpakas im Prinzip so an Menschenkontakt regelmäßig stattfindet. Wenn man jetzt eine besonders große Herde hat, die man hauptsächlich wegen der Wollfasergewinnung, besser gesagt, also für die Fasergewinnung und Wirtschaft hält, dann wird man die Tiere jeden Tag versorgen, sauber machen und regelmäßige Pflegemaßnahmen durchführen. Und ansonsten wird man die Tiere relativ in Ruhe lassen. Und das heißt, sie sind dann auch entsprechend Menschenkontakt nicht wirklich gewöhnt, also im nahen Kontakt. Wenn man jetzt aber Alpakas als Haustiere hält oder eben auch um halt tiergestützt mit denen zu arbeiten, um vielleicht Wanderungen mit denen anzubieten und ähnliches, da ist es natürlich schon wichtig, dass diese von ihrer Natur aus sehr scheuen Tiere und sehr zurückhaltenden Fluchttiere mit dem Menschen gewohnt sind, umzugehen und in dem Menschen eben was Positives zu sehen, ein positives Wesen, mit dem man auch Spaß haben kann und nicht nur von dem man mit Essen und Trinken versorgt wird und der den Room-Service und Koppelservice macht. Das heißt, Alpakas, mit denen regelmäßig etwas gemacht wird, sind entsprechend ausgebildet, sind entsprechend an den Menschen gewöhnt. Und dazu gibt es ja auch ein paar Videos bei mir auf dem Kanal. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, wer da Interesse dran hat, kann sich das hier gerne nochmal gut antun. Ansonsten kann ich nur sagen, dass zumindest meine Alpakas sind grundsätzlich allen Menschen gegenüber neugierig und aufgeschlossen gegenüber. Natürlich gibt es gewisse Grundverhaltensregeln, die man einhalten sollte, wenn man mit Alpakas in Kontakt tritt. Das heißt, wenn hier natürlich jemand laut schreiend oder laut lachend und am besten noch schnell laufend Menschen vorbeiziehen würden, hätten die natürlich Angst und würden sehen, dass sie das Weite suchen. Also wie bei allen Fluchttieren empfiehlt es sich erstmal relativ vorsichtig, ruhig und gelassen an die Tiere heranzugehen. Da die Tiere ja auch nicht gerne gestreichelt werden, zumindest die allermeisten, die Ausnahme bestätigen die Regel, aber es sind halt wirklich Ausnahmen, wenn man jetzt sofort mit einer Hand auf einen Alpaka zugeht, es sei denn zum Riechen, das machen sie tatsächlich auch sehr gerne, wenn man vorsichtig die Hand hinhält zum Riechen, riechen sie auch gerne dran, riechen auch gerne an der Stirn oder an Haaren oder ähnlichem, allerdings eben sehr sachte und langsam sich dabei bewegen. Und wenn es jetzt darum geht,
mit den Alpakas hier täglich umzugehen, ist es natürlich so, dass da ich der Mensch bin, der eben den Tieren hier jeden Tag ihr Essen liefert und sich um sie kümmert und ja, einfach viel Zeit mit ihnen verbringt, bin ich natürlich die wichtigste Bezugsperson für sie. Und natürlich war das bei mir ganz am Anfang so, bevor ich mir die ersten drei Alpakas, Elvis, Lemmy und Kimari, gekauft habe. Und nach dem ersten Besuch bei denen, wo ich sie gesehen hatte und mich schon so verliebt hatte in sie, habe ich natürlich auch gedacht, ach du meine Güte, was mache ich denn, wenn die mich jetzt gar nicht mögen? Also wenn die mich jetzt doof finden und mich gar nicht so an sie ranlassen. Das sind natürlich Gedanken, die hat man erstmal so am Anfang. Und oder ich hatte sie zumindest. Und vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder die andere von euch auch so welche Gedanken gehabt. Die haben sich relativ schnell zerstreut. Wie gesagt, wenn man sich mit Alpakas beschäftigt, wenn man Geduld mit ihnen hat, wenn man liebevoll und geduldig mit ihnen umgeht und sie nicht zu irgendwelchen Dingen sofort zwingt und auch einfach die Zeit mit ihnen genießen kann, ohne jetzt großartig Action zu machen, also sprich sich einfach zu ihnen auf die Weide setzen oder an den Stall und sie beobachtet und einfach mit ihnen so die Zeit teilt, dann merken die einfach irgendwann, ach ja, dieser Mensch, der, wenn der da ist, dann passieren eigentlich nur gute Dinge. Da brauchen wir keine Angst haben. Und dann bauen die auch Vertrauen auf. Und dann verkraften sie es auch, wenn man mal unschöne Dinge mit ihnen machen muss, wie zum Beispiel Fußnägel schneiden, was natürlich bei keinem Alpaka auf der Wunschliste steht, was sie heute noch machen möchten. Oder eben auch die besagte Schuhe einmal im Jahr. Da habe ich ja im Schuhvideo schon mal gesagt, dass es da zwei verschiedene Lager gibt. Die einen sagen, als Alpaka-Besitzerin oder Besitzer, der die mit den Tieren tiergestützt arbeitet, sollte man solche unangenehmen Dinge gar nicht mit ihnen zusammen machen, sondern sollte das dann nur die Buh-Männer oder Buh-Frauen machen lassen. Wie gesagt, ich habe da ja eine andere Meinung zu. Da ich halt so viele schöne Sachen mit meinen Tieren erlebe, so viel Nettes mit ihnen mache und sie wirklich Vertrauen zu mir haben, verkraften sie das auch, wenn ich einmal die Böse bin und ihnen die Fußnägel schneidet. Die sind da nicht nachträglich sauer und gucken mich nicht mehr an. Die sind zwar dann erstmal ein bisschen genervt, ist ja klar, aber die vergessen das wieder und da braucht man nicht denken, dass die Tiere einen dann blöd finden, irgendwie den Rest ihres Lebens. Jetzt ist das natürlich so, wenn man jetzt ein Tierarzt ist oder ein Scherer, der wirklich nur ganz selten kommt und der, wenn er kommt oder wenn sie kommt, dann wirklich nur diese ganz unschönen Dinge mit den Tieren macht, dann verbinden die Tiere mit diesem Menschen oder mit diesen Menschen natürlich auch was Negatives. Eben diese Erfahrung, das merken die sich ja. Und so ist das zum Beispiel auch dazu gekommen, als Bogi so krank war, als wir mit dem dann auf den alten Hof gefahren sind, um da den eben zu untersuchen, weil das hier keine Möglichkeit dazu gab, sind wir ja mit dem auf den alten Hof gefahren, mit Lemmy zusammen. Ja, und wer Bogi kennt, der und die, man weiß ja, dass Bogi wirklich, was Menschen angeht, sehr, 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 sehr zutraulich ist und einfach auf jeden Menschen freundlich zugeht und jeden erstmal begrüßen möchte, manchmal auch ein bisschen aufdringlich schon nahezu ist. Und ja, das war er dann am Anfang auch noch, als der Tierarzt hier hinkam. Da war er auch noch relativ freundlich dem Tierarzt gegenüber. Und nach der Untersuchung, die da eine sehr schmerzhafte Prozedur für Bogi da auch war, sind wir dann ja mit ihm kurz noch auf eine Wiese gegangen, damit er sich noch beruhigen konnte und hat dann Lemmy dann wieder getroffen, der mit ihm ja zusammengefahren war. Und als dann der Tierarzt und der Fahrer von Bogi und Lemmy und von mir, als sie dann zurückgekommen sind, hat Bogi Warnlaute von sich gegeben. Also die Warnlaute, die sonst halt Kimari und manchmal auch Elvis von sich geben, wenn etwas sehr Gefährliches irgendwie gewittert wird. Das war für mich wirklich in meiner ganzen Zeit mit Bogi ein richtiger Schock. Also so zu erleben, dass Bogi so große Angst hatte, wirklich vor Menschen, dass er Lemmy gewarnt hat,
Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, da wird mir immer noch ein bisschen komisch. Also das war schon ein sehr unschönes Erlebnis. Und das zeigt natürlich, dass Alpakas sehr wohl Erfahrungen mit Menschen eben erleben und Unterschiede machen und zwischen schönen und unschönen und angenehm und unangenehm unterscheiden. Das heißt jetzt aber nicht, dass Alpakas wie andere Tiere auch Menschen gegenüber irgendwelche voreingenommenen, die auf Äußerlichkeiten oder ähnlichem beruhende Sympathien oder Antipathien haben. Natürlich reagieren Alpakas auch wie andere Tiere auf chemische Prozesse. Also der Geruchssinn ist natürlich bei den Tieren sehr ausgeprägt. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel ein starkes Parfüm oder Deo oder irgendwelche anderen starken chemischen Gerüche haben, auch Zigarettenqualm zum Beispiel ist nicht sehr beliebt. Also während für uns das ein Zeichen von Zivilisation ist, sich mit Deo einzusprühen, finden Alpakas natürliche Gerüche, also natürliche Körpergerüche wie Hautgeruch und teilweise sogar auch Schweißgeruch, wenn es nicht ganz extremer Schweißgeruch ist, glaube ich zumindest. Also das finden sie auf jeden Fall, die reagieren da sehr klar drauf. Also starkes Parfüm weiß ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung. Bei einer Wanderung auf dem anderen Hof, also wenn da Leute mit starken Parfümen kommen, dann reagieren sowohl die Alpakas als auch die Lamas darauf ein bisschen sparsam. Also was jetzt so das Bedürfnis des näheren Kontaktes, sage ich jetzt mal, angeht. Ja, und ansonsten ist es auch wie immer sehr, sehr interessant, dass sich tatsächlich auch immer Mensch und Tier finden, also was jetzt so Wanderungen eben angeht. Also oftmals sucht sich das Alpaka entweder den Menschen aus oder der Mensch sucht sich das passende Alpaka aus, was einfach zum Gemüt passt. Also ich habe ganz selten zum Beispiel erlebt, dass jemand, ein sehr energetischer Mensch, sage ich jetzt mal, so ein richtiger Draufgänger-Typ, der was erleben möchte und ungeduldig ist und ja, was machen wir als nächstes, und hat sich ganz, ganz selten einen Elvis ausgesucht zum Beispiel. Also bei Spaziergängen. Meistens wählen Leute den Elvis, die auch ein bisschen ruhiger und gemütlicher sind. Und das passt dann immer wunderschön, weil man mit Elvis einfach schön so ein bisschen hinterherbummeln kann und auch mal die Zeit vergessen kann mit ihm gemeinsam. Und für Leute, die eben sehr unternehmungslustig und entdeckungsfreudig sind und die gerne auch mal auf Abwege gehen und sich irgendwas trauen, die gerne was ausprobieren möchten, die wählen dann eher den Bogi zum Beispiel oder auch den Eddie, weil die halt einfach auch immer gerne vorne gehen und auch so sind. Und das spiegelt sich dann oft. Also, dass schüchterne Menschen auch auf schüchterne Alpakas zugehen, das habe ich auch schon sehr oft beobachtet. Also, dass zum Beispiel Lemmy ist auch eigentlich ein relativ schüchternes Alpaka, was jetzt so den Kontakt mit Menschen angeht. Der findet Menschen zwar natürlich interessant und ist auch gerne unterwegs, aber er ist jetzt nicht derjenige, der sich sofort in den Mittelpunkt stellt und der so ein bisschen auch erstmal beobachtet und erstmal guckt. Und da sind auch oft Menschen, die selber so sind, die sich dann für Lemmy entscheiden. Und es ist auch interessant, welche Leute eher zu Kimari sich hingezogen fühlen und welche eher nicht. Also das passt auch ganz oft. Also dass Leute, die auch so selber viel Verantwortung haben und übernehmen, dann auch den Kimari unterstützen wollen bei seiner Arbeit als Chef und mit dem dann super zurechtkommen und das super genießen mit ihm und den dann ganz toll finden, während andere Leute sehr viel Respekt haben vor Kimari und sagen, na lieber nicht mit dem Chef. Also der ist, der hat so eine Autorität irgendwie, ich weiß, ich nehme lieber ein kleineres, niedlicheres Alpaka, so sage ich jetzt mal. Und das ist schon interessant, wie sich das immer wieder findet und dass das immer so gut passt. Was ich jetzt in meiner ganzen Zeit mit Alpakas und Lamas auch immer wieder festgestellt habe, was ich sehr, sehr schön finde an diesen Tieren, dass Kinder immer einen besonderen Bonus haben bei ihnen. Also
wenn Kinder sind einfach, auch wenn man es ihnen erklärt, auch wenn man mit ihnen davor darüber spricht, was es so für Regeln gibt im Umgang mit den Tieren, sind Kinder natürlich Kinder und benehmen sich auch wie Kinder. Das heißt, sie sind dann doch mal wild und freuen sich und jauchzen dann mal laut auf vor Freude und hüpfen mal oder rennen mal aufgeregt mit dem Heu auf das Tier los. Und natürlich ist die erste Reaktion dann erstmal so ein kleiner Schritt oder so ein kleiner Ruck so zur Seite vom Tier, aber sind dann ganz schnell wieder ganz offen und dem Kind aufgeschlossen und unterscheiden einfach ganz klar zwischen Kind und Erwachsenen. Also Kinder können sich im Umgang mit den Alpakas wirklich ganz frei und ungezwungen bewegen. Und was mir auch im Umgang mit Alpakas und Lamas positiv immer wieder auch wirklich, also was mich auch wirklich zu Tränen immer wieder rührt, dass es einige Alpakas und Lamas gibt, wenn sie lange Zeit mit Menschen arbeiten, also so tiergestützt auch therapeutisch arbeiten, dass sie wirklich ein Gespür haben für bedürftige Menschen und sich bedürftigen Menschen ganz anders und so wunderbar gegenüber öffnen und annähern. Menschen, die sich selber nicht mehr bewegen können, zum Beispiel mehrfach schwerst behindert sind, dass die Alpakas dann trotzdem ganz nah an sie rangehen, ungezwungen und riechen lassen oder sich auch teilweise da, also ja, minutenlang einfach sich diesen Menschen einfach zuwenden, ohne dass das Tier an der Leine festgehalten wird oder an den Menschen herangezogen wird oder sowas. Ne? Und das habe ich auch schon beobachten dürfen und das ist einfach wunderschön, sowas zu sehen. Deswegen finde ich Alpakas und Lamas auch so wunderbar in der Arbeit mit kranken Menschen. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal so, na Eddie, das ist jetzt, glaube ich, erstmal so das Wichtigste zu dem Thema, was mir dazu eingefallen ist. Wer von euch trotzdem noch Fragen hat oder gerne diskutieren möchte, sich austauschen möchte, immer herzlich gerne in den Kommentaren oder auch per E-Mail. Und ja, nicht vergessen, Alpakas machen glücklich und süchtig. Besonders für solche sehr süßen Kollegen. Und ja, bis bald.